Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Dieses Mal etwas anders als in den letzten Jahren. In den letzten Jahren habe ich ja immer die Weihnachtsgeschichten vorgelesen, die ich mit meinen Freunden Thomas Klappstein und Frank Ponkowski zusammen geschrieben habe. Da die aber nun schon so wunderbar vorgelesen worden sind in den letzten Jahren, lese ich sie nicht noch einmal vor, sondern poste jeden Morgen einfach das Video vom letzten Jahr. Das kann man dann genießen, bis es Mittag wird. Und um die Mittagszeit, High Noon, 12 Uhr, kommt der Showdown und ein neues Türchen wird geöffnet. Bam! Aus Mickys Adventskalender 2020. Advent heißt ja warten auf die Ankunft von etwas. Und diese Wartezeit, die kann man nun am besten auch damit verbringen, dass man sich ein paar Überlegungen macht. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich euch gerne mit Fragen beschenken möchte in diesem Advent 2020. Fragen, die uns helfen, sich mit uns selber zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und uns selber auf die Spur zu kommen. Diese Fragen können hoffentlich für den einen oder anderen wie ein Kuss schmecken. Sie sind aus diesem wunderbaren Buch. Fragen können wie Küsse schmecken von Carmen Kindel-Beifuß, einer wunderbaren systemischen Frau. Und die erste Frage, die hinter diesem ersten Türchen versteckt ist, geht so. Manche Fragen sind übrigens über Weihnachten, andere Fragen sind über das Jahr, wiederum andere über uns selbst. Eine bunte Tüte an Fragen. Die erste Frage geht aber tatsächlich um Weihnachten in diesem doch so merkwürdigen Jahr 2020. Stell dir einfach mal vor, du gehst so nichts an deiner Wege und zack, kommt ein UFO vorbei und ein Außerirdischer steigt aus, sieht die ganzen Dinge, die im Moment so auf der Welt passieren und die jetzt auch gerade in dieser Jahreszeit passieren. Und er wundert sich darüber, wie erklärst du einem Außerirdischen, was das Weihnachtsfest für uns Erdenbürger so wunderbar macht, dass es von Millionen von Menschen gefeiert wird und dass dabei Religionsgrenzen gar keine große Rolle mehr zu spielen scheinen. Wie erklärst du diesem Außerirdischen den Zauber der Weihnacht? Denk mal darüber nach. Und wo wir gerade bei Außerirdischen und dem Zauber sind, möchte ich dir jeden Tag auch einen Engel schenken. Nun sind Engel auch etwas, was man nicht alltäglich sieht, sondern man muss seine Aufmerksamkeit in einer besonderen Weise darauf lenken. Und deswegen, wenn ich dir jeden Tag einen Engel schenke, dann muss ich dazu natürlich eine besondere Brille, eine neue Perspektive einnehmen, eine Engelsbrille aufsetzen, die ich von meiner Freundin Ellen Hollebein aus Afrika zugesandt bekommen habe. Und mit dieser Brille sehe ich einfach die Engel gut und schenke dir heute hinter dem ersten Türchen aus diesem wunderbaren Buch von Anselm Grün, 50 Engel für die Seele, schenke ich dir den Engel des Friedens. Und ich wünsche dir, dass du dem Engel des Friedens traust, dass du dich von ihm einladen lässt, mit den Feinden deiner Seele ins Gespräch zu kommen, mit den Fremden und Unbekannten um dich herum zu sprechen, damit du einen Pakt schließen kannst, der trägt. Nur so kann Frieden entstehen, ein Raum der Liebe und der Freiheit, ein Raum, in dem Wohlstand und Wohlbefinden entstehen, in dem du mit dir und mit der ganzen Schöpfung in Einklang kommst, in der etwas von der Harmonie des Paradieses schon in deiner Welt aufklingt. Das ist der heutige Engel. Und vielleicht setzt du auch einfach so eine Engelsbrille auf, damit du diesen Engel auch gut in deinem Alltag sehen kannst. Dann wünsche ich dir jetzt viel Segen und viel Spaß mit dieser ersten Weihnachtsfrage und dem ersten Engel.
Und wir sehen uns morgen wieder, wenn ich das zweite Türchen öffne.